Hallo und herzlich willkommen bei Chris's Delicious. Es ist endlich Kirschzeit und habe ich mir gedacht, wir machen ganz, ganz leckere Kirschbrownies. Die schmecken super saftig und wenn ihr wissen wollt, wie es geht, bleibt dran. Also, ich bereite das Ganze heute natürlich in unserer Brownie-Form vor oder zu. Die von Pampa Chef. Der sie hat, kann sie gerne benutzen. Die eignet sich natürlich perfekt, weil wir dann gar nicht zuschneiden müssen. Und die Brownies alle perfekt und exakt gleich aussehen. Die sprühe ich dann einfach nur ein. Wer die nicht hat, aber vielleicht die andere Form. Das ist hier die Brownie-Form. Das ist auch exakt die richtige Größe, die ihr dann für das Rezept braucht. Der kann das Ganze dann sogar im Airfryer zubereiten und die Brownie-Form hat übrigens auch sogar einen passenden Deckel. Das ist ganz praktisch. Da kann man sie danach, wenn die abgekühlt sind, einfach zudecken und so im Kühlschrank lagern. Wer das Ganze aber nicht hat, keine Angst, der benutzt einfach ein normales Backblech und muss dann nur einen Backrahmen drumherum machen. Ich würde sagen, ich zeige euch schon mal die Zutaten, damit wir direkt starten können. Für unsere Schoko-Kirsch-Brownies benötigen wir einmal 160 Gramm Dinkelmehl Typ 630, 3 Esslöffel Kakao, ganz wichtig Backkakao. Dann habe ich hier 250 Gramm Zartbitterschokolade, 100 Gramm Vollmilchschokolade, 50 Gramm Schokochunks, die in den Teig kommen und 50 Gramm ungefähr für oben drauf. Dann benötigen wir außerdem 275 Gramm Rohrohrzucker, 250 Gramm Butter, hier habe ich 50 Gramm Mandeln, die ganz grob gehackt, eine Prise Salz, Vanilleextrakt, 5 Eier und ungefähr 150 Gramm Kirschen, das normale Gewicht und danach entstellen. Also der erste Schritt ist schon mal den Backofen vorzuheizen. Den heizt ihr dann, je nachdem wie lange euer Backofen braucht, schon mal auf 180 Grad Ober-Unterhitze vor. Jetzt nehmen wir uns einen Topf und erhitzen die Butter auf mittelhoher Hitze, nicht ganz so heiß. Und wenn die Butter geschmolzen ist, nehmt ihr die Hitze runter, nehmt den Topf vom Herd. Beim Induktionsherd könnt ihr natürlich stehen lassen, der wird ja nicht so heiß. Einfach den Herd ausschalten und dann rühren wir die Schokolade ein, so lange, bis alles geschmolzen ist. Und wenn die Schokolade geschmolzen ist, dann geben wir jetzt Zucker hinzu und verrühren das Ganze auch direkt in der warmen Masse. Da ich kein Handrührgerät habe, muss ich das Ganze jetzt mit der Küchenmaschine machen. Ihr könnt dann entscheiden, was ihr machen wollt. Ich gebe das Ganze jetzt in meine Rührschüssel. Und dann gebe ich eine Prise Salz und Vanilleextrakt hinzu und schlage nach und nach jedes Ei einzeln hinein, ungefähr 30 Sekunden. Und wichtig ist, dass ihr nicht zu stark rührt, also einfach auf mittelstarker Stufe. Jetzt vermischen wir einfach schon mal das Mehl und das Backpulver miteinander, geben das hinzu und rühren das auch noch kurz unter. Und jetzt heben wir einfach noch die Kirschen und die Schokochunks hinzu und machen das Ganze einfach mit der Hand schnell, damit wir die nicht zu stark vermixen. Jetzt
habt ihr quasi hoffentlich eure Backform bereit. Ich sprühe meine einfach mit Backtrennspray ein. Ihr könnt aber auch Backtrennmittel oder irgend sowas benutzen. Und dann geben wir portionsweise, ich mache das mit meinem Esslöffel, portioniere portionsweise den Teig gleichmäßig in die Förmchen rein. On the top geben wir dann noch, damit es schön aussieht, ein paar Schokochunks, ein bisschen, ein paar halbe Kirschen könnt ihr noch, wenn ihr welche noch übrig habt, einfach nochmal mit oben drauflegen. Das sieht sehr, sehr schön aus. Und die gehackten Mandeln kommen jetzt auch noch leicht drüber. Und jetzt wandert das Ganze in den heißen Backofen für ungefähr 30 bis 35 Minuten. Schaut einfach, je nachdem wie euer Backofen ist, wann die fertig sind. Und nicht zu vergessen, wenn man sich nicht sicher ist, mache ich einfach immer die Stäbchenprobe. Das war's auch schon wieder von mir. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Wir lieben das und die schmecken wirklich, die schmecken verdammt gut und sind auf jeden Fall eine Sünde wert. Auf jeden Fall nur am Wochenende genießen, denn die Zutaten, die da reinkommen, sind natürlich bombastisch. Ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Ausprobieren. Das Rezept findet ihr wie immer unten in der Infobox, genauso wie meinen Shop. Da könnt ihr euch alles anschauen, was ich benutze. Und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Rezeptvideo. Bis dann. Tschüss.